Und so, jetzt haben wir es ganz genau nach dem neuen Dollarkurs. 263.000 Schilling sind es umgerechnet. Bisschen Glück für die Veranstalter, dass der Dollar gefallen ist. Harti Weihrater ist auch dabei. Sagen wir es schnell noch sportlich. Es gibt auch 125 Grand Prix Punkte für Ivan Lendl und das bedeutet also, dass er in der Gesamtwertung des Grand Prix gegenüber John McEnroe jetzt genau 328 Punkte Vorsprung hat und fast schon als Sieger feststeht. Wir warten jetzt deswegen noch die Siegerehrung ein bisschen ab, nicht um hier viel Werbung zu machen für die Veranstalter und die Sponsoren, sondern um Lendl zum ersten Interview zu bringen nach dieser Woche, in der er einfach nicht bereit war, Interviews zu geben, nicht nur hier in Wien, sondern er tut es einfach nicht. Jetzt kommt Brian Gottfried, der die Hälfte von Ivan Lendl bekommt, was das Geld betrifft. Und zwar bekommt er außer Langlauf Skiern, bin gespannt, was er damit machen wird. Ja, Dr. Gawert gemeint, die Bindung wäre auch gut. Und finanziell bedeutet das 130.000 Schilling an Punkten, 87 ganz genau. Für den Grand Prix und auf der anderen Seite für die ATP-Rangliste heißt es, dass durch die Zahl der Turniere dann dividiert wird. Ich möchte sagen, dass ich bin sehr glücklich, dass ich habe hier gewonnen. Das ist schade, dass ich konnte nicht letzten Jahr hier spielen, dass ich musste in Tokio spielen. Und ich möchte alle Leute hier bedanken für schöne Woche und gute Turnier. Und ich glaube, wir sehen uns nächstes Jahr. Danke sehr. Riesenbeifall natürlich, denn Ivan Lendl hat Deutsch gesprochen. Er spricht hervorragend Deutsch, ebenso wie Thomas Schmidt. Aber normalerweise wollen beide nicht sehr gerne Interviews in einer anderen Sprache geben als in Englisch. Ich glaube, es war ein großes Kompliment hier an das Publikum. Er meint, ich muss Englisch sprechen. Ich möchte dich gratulieren. Congratulations to him. Awesome. Zunächst einmal hat er seinen Gegner Ivan Lendl gratuliert. Ich höre Brian Gottfried nicht sehr gut. As usual, Leo, you and your staff here at the Stud Hall for making this a great place to play tennis. Mr. Fischer, for your support and in the game. Brian Gottfried bedankt sich zunächst einmal. Er ist ja hier in der Wiener Stadthalle ein ständig gern gesehener Gast, der die Veranstalter noch nie im Stich gelassen hat, immer hervorragende Leistungen geboten hat, zwei Turniere schon gewonnen hat und jetzt angekündigt hat, dass er auch nächstes Jahr wieder zurückkommen wird, sicherlich wieder mit der ganzen Familie, mit Sohn Kevin, Frau Wendy, mit Kindermädchen. Er wird wieder da sein. Ob Stan Smith wiederkommt, werden wir sehen. Vorstellen könnte ich mir es. Denn Stan Smith, der auch zweimal gewonnen hat, beobachte ich schnell einmal Gerhard Zimmer, meinen Kollegen, der, glaube ich, ein Interview zustande bringt, trotz dieses Wirbels. Ich bitte Sie noch um ein bisschen Geduld. Ich wollte sagen, Stan Smith, der ja auch zweimal gewonnen hat und das Doppel einmal für sich entschied, der erfolgreichste Spieler, scheint mir immer noch stark genug zu sein, um hier in der Weltklasse mitzuspielen. Der Grand Prix hier in der Wiener Stadthalle hat gute Chancen, weiter aufgewertet zu werden. Eine höhere Dotation scheint möglich, obwohl die Turniere mit höherer Dotation limitiert sind. Und das wäre sehr schön, wenn wir aus den großen vier, also McEnroe, Borg, Connors, Lendl, vielleicht einmal zwei da hätten. Und die Besetzung an sich noch stärker wäre. Und das gibt es eben nur, wenn die erste Voraussetzung stimmt. Das ist das Geld, es klappt mit dem Interview und ich übergebe an Gerhard Zimmer. Ausrüstung von der Firma Shushi im Wert von 5.000 Schilling. Herzliche Gratulation, Ivan Lendl. Sie haben in diesem Finale ausgezeichnet gespielt.
Sie sind aber ein wenig langsam gestartet. Was war los im ersten Satz? Ja, Brian hat auf den Platz gekommen und er hat gute Aufschlag und super Volley gespielt. Er hat keine Fehler von seinem Volley im ersten Satz gemacht und er hat gute Backhand Slice gespielt. Er hat sehr viel zum Netz gegangen und sehr gute Volley auch gespielt. Und das ist sehr schwer von Beginn an gute Passierball oder Lob zu spielen. Und darum meine ich, dass ich habe ersten Satz glatt verloren. Und im zweiten Satz, er hat Vorteil auf meinem Aufschlag im ersten Spiel. Und ich habe Half-Volley, Cross-Court, Backhand, Passierball gespielt, welche war ein bisschen glücklich auch. Und dann habe ich schon gut gespielt. Sehr viel Druck dann gemacht, vor allem in den zweiten und im dritten Satz, aber auch im letzten Satz. Glauben Sie, dass Sie derzeit in der besten Form Ihres Lebens sind? Glauben Sie, dass Sie schon jemals besser gespielt haben als in den letzten Wochen? Das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich, ich spiele sehr gut jetzt nach der Verletzung, welche ich habe von Flushing Meadow gehabt und habe ich 3 Wochen Pause gemacht, das konnte ich nicht spielen. Dann habe ich nach Madrid gegangen. Ich habe sehr schlecht gespielt, aber ich habe ein bisschen Glück und habe ich Turnier gewonnen und dann habe ich sehr viel Confidence schon. Und, sehr viel Selbstvertrauen. Ja, und ich habe besser und besser gespielt und jede Woche spiele ich jetzt besser und besser. Immer häufiger hört man in den letzten Wochen den Vergleich mit Björn Borg. Man sagt, Sie seien schon in der Lage, sich so zu konzentrieren wie Björn Borg. Und Sie spielen das gleiche Spiel von der Grundlinie, vielleicht noch mit etwas mehr Druck. Was sagen Sie zu diesem Vergleich? Ja, das Konzentration ist sehr wichtig für mein Spiel. Ich muss sehr gute Passierbälle spielen und ich kann keine Fehler machen. Und ob ich habe nicht meine Konzentration, dann mache ich Fehler und die Passierbälle sind nicht so genau und dann habe ich Probleme. Man sagt, Ihre einzige Schwäche sei etwas der Vorhandwolle. Man hat diese Schwäche heute nicht gesehen, weil Sie selten voliert haben. Haben Sie den Vorhandwolle auch schon verbessert? Ja, ich trainiere der Wolle sehr viel, jeden Tag. Und ich glaube schon, dass ich kann viel besser der Wolle spielen und Aufschlag auch. Und ich habe heute kein Wolle gespielt, dass Brian hat so viel am Netz gegangen, dass ich habe keine Chance durchgehen. Ivan Lendler, Ihr nächstes Ziel ist der Gewinn in der Grand Prix-Wertung. Glauben Sie, dass Sie es schaffen werden, John McEnroe auf Distanz zu halten? Ja, wir werden mehr nach nächste Woche wissen, dass er spielt in Tokio, der Turnier, welcher heißt Seiko. Und ob er gewinnt, er kriegt 300 Punkte. Sehr und viel, das ja. Ist sehr viel. Ob er gewinnt nicht, dann glaube ich, dass meine Chancen sind sehr gut. Was sind Ihre nächsten Turniere? Ich spiele nächste Woche in Köln $75.000 Turnier. Und was haben Sie sich für Ziele fürs nächste Jahr gesteckt? Einmal Wimbledon zu gewinnen, Paris vielleicht oder Flushing Meadow? Ich möchte so gut spielen wie möglich. Danke vielmals und Gratulation. Dankeschön. Danke, Ivan. Danke. Inzwischen läuft hier eine Show und das Doppelfinale dauert noch einige Zeit, aber es könnte noch ein Interview geben. Miss a lot towards the end, but you know that was from him hitting so many good shots that I felt that I had to hit an even better one. So you know he gets all the credit today. Brian Gottfried meint also, Ivan Lendl hätte heute so viele so gute Schläge gespielt, dass es sehr schwer gewesen ist gegen ihn. Gut auszusehen. Glauben Sie, dass dieser Ivan Lendl im Augenblick in der besten Form seines Lebens ist? Do you think that Ivan is in the best shape of his life? Well, did you ever see him better? We played a couple times in the past and he's beaten me easier than today. But I think he hit the ball very well today and you know, towards the middle there it was very tough for me to attack. He was hitting so many good passing shots. Brian Gottfried meint also, er hätte schon des Öfteren gegen Ivan Lendl gespielt. Lendl hätte schon öfter leichter gewonnen als heute, aber es wäre für Brian Gottfried heute schwer gewesen, zu attackieren, ans Netz zu kommen, weil eben Ivan Lendl diese hervorragenden Passierbälle hat. Wenn Sie diesen Ivan Lendl mit Björn Borg vergleichen, das geschieht immer wieder, was würden Sie dann sagen? If you compare Ivan Lendl to Björn, what would you say? Well, you know, you can't talk about comparing two players. You can only look at their records when they play each other. And so far, Borg has the edge, so.
you know, that's what you got to go with, just on their head-to-head record. Er sagt also, man könnte nur vergleichen, wie die beiden gegeneinander gespielt haben, und da ist eben Björn Borg im Augenblick noch voran. Brian Gottfried, was sind Ihre nächsten Ziele? Was machen Sie? Welches Turnier spielen Sie als nächstes? What are your goals next? Well, we go to Paris tomorrow, just like last year. We, you know, head to the Crocodile Indoor Championships, and then Stockholm and London, and finish out the year in London, and then back home and get ready for another year again. Paris ist also das nächste Ziel, London und Stockholm, und im nächsten Jahr wird man weitersehen. Glauben Sie, dass Sie wieder nach Wien kommen werden, um vielleicht hier noch einen Titel zu gewinnen? Would you come back to Vienna to win one title once more? I sure hope so. More than once, I hope. Er hofft also, dass er noch öfters nach Wien kommen wird. Danke vielmals und auch Gratulation zu Ihrem Erfolg hier. Thank you very much and congratulations. Thank you.